Hallo und herzlich willkommen zu Corona Kohle, dem Podcast mit dem längsten Haarschnitt, den ich seit den 80ern hatte. Unser Thema heute: Tag der Arbeit. Der war ja vor einiger Zeit und viele Leute dachten bestimmt: Arbeit, wow, was war das nochmal? Seit Corona wissen wir ja ziemlich genau, welche Arbeit wirklich gebraucht wird. Und das ist nicht erstaunlich viel. Gastronomie, Kultur, Tourismus, es geht auch ohne. Gut, es geht nicht besonders gut. Es geht, um ehrlich zu sein, ziemlich lausig. Das ist ein bisschen wie ein Paradies für Islamisten. Keine Musik, keine Kultur, keine Kneipen, alle sind verschleiert. Und ständig am Beten, dass es irgendwie besser wird. Herzlich willkommen im Corona-Kalifat. Die Taliban laufen dann in ihrer Heimat auch zu Hochform auf. Sie verteilen Lebensmittel, klären auf über Covid-19, sorgen dafür, dass die Quarantäne eingehalten wird. Übrigens ganz ähnlich wie südamerikanische kriminelle Straßengangs. Ja? Sogar Gangster wollen in dieser Krise beweisen, dass sie systemrelevant sind. Die anderen von uns kämpfen mit den Tücken des Homeoffice und versuchen zeitgleich Manager, Erzieher, Lehrer, Hobbygastronom und Altenpfleger zu sein. Also das, was man früher so abwertend unter dem Begriff Hausfrau zusammenfasste. Ganz glücklich sind Beamte und Menschen in Kurzarbeit. Wobei Beamte sind ja schon seit längerem in Kurzarbeit. Achtung, Klischee-Alarm. Aber die haben wenigstens noch zu tun. Der Rest von uns kann noch nicht mehr groß demonstrieren. Ja, und die, die demonstrieren, jedenfalls die, die den Sicherheitsabstand nicht wahren, stellen sich dann als Arschlöcher heraus, die ein Team der Heute-Show auf offener Straße angreifen, zusammen mit dem Kabarettisten Abdel Karim, den ich persönlich ja auch kenne und schätze. Und ich denke, mein Gott, wenn Menschen, die der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten, angegriffen werden, wenn also Leute anfangen, den Spiegel zu zertrümmern, weil sie ihr eigenes Bild nicht mehr ertragen können, dann stimmt etwas fundamental nicht mehr. Und das zeigt ja auch, dass so ein Sicherheitsabstand nochmal eine ganz andere Bedeutung haben kann. Wenn der eingehalten worden wäre, hätte es keine Schlägerei gegeben. Nur um es nochmal ganz platt auszuformulieren. Saftsäcke. Ich wünsche den Kollegen alles Gute. Aber dieser Tag der Arbeit ist auch vorbei. Jetzt kommen die anderen 63 Tage, also die für viele von uns ohne Arbeit. In diesem Sinne, behalten Sie Ihren Sinn für Humor. Er stachelt an zur Kreativität. Sie werden ihn brauchen. Was? Wie Staubsaugen, die Wohnung. Der Tag der Arbeit ist vorbei. Ah, das gilt nur für bezahlte Arbeit. Die andere Arbeit tatsächlich. Ja, dann gut, gehe ich saugen.